Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Sims 4 Lucky Legacy Challenge. Und irgendwie ist hier was schiefgelaufen, weil ich kann irgendwie nicht mehr in dieses Haus zugreifen, auch wenn ich das hier runter machen will oder hoch oder keine Ahnung. Es passiert einfach nichts. Deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt einfach dieses Date. Aber bevor wir das machen, können wir schon mal rollen. Weil wir sind hier. Und wir drehen erstmal. Wir sind bei 108. Mal gucken, was kann man denn bei der 108 machen? Drehe Videos und lade sie hoch. Scheißendreck, weil dafür brauchen wir sehr viel Geld. Das heißt, das wird auf jeden Fall eine Aufgabe sein für den ganzen Part. Weil, ja, also ich weiß nicht genau, wie viel diese Challenge kostet, diese Station kostet. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen. Ich meine, man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, nehmen wir, verkaufen wir irgendwie den Whirlpool oder den Seance-Tisch oder so. Weil ich meine, eigentlich brauchen wir den jetzt ja nicht mehr, ne? Und, es wäre wahrscheinlich eh sinnvoll, das zu verkaufen, weil wir das halt nicht brauchen. Aber, ja, ich weiß halt nicht so genau. ich muss mal gleich gucken, wie viel das kostet, weil eigentlich wollten wir natürlich auch viel Geld jetzt zusammensparen für unser Girl, damit die hier einziehen kann. Aber ja, müssen wir mal gucken, ob wir halt so weit kommen können, ne? Ich muss erstmal den Filter machen, weil ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich weiß nur, dass es in Werde berühmt dazu kam. Die günstige kostet 1575. Das geht ja sogar noch. Also da war der Whirlpool ja teurer, glaube ich. Die kostet sogar nur ein bisschen mehr. Wie viel kriege ich denn, wenn ich das hier alles verkaufe? Nur 200. Oh. Ernsthaft? Nur 200? Aber da sind wir zumindest ein bisschen besser dran. Und ich meine, ganz ehrlich, dieser Whirlpool. Weg damit. Obwohl, warte mal. Ich würde aber dann, glaube ich, diese zumindest den Tisch und die Stühle behalten. Dann haben wir zumindest schon mal Sitzmöglichkeiten, wenn sie halt einzieht. Jetzt haben wir zwar nicht genau, also noch nicht genau so viel Geld, wie wir brauchen, aber, ja, es geht doch eigentlich schon mal fit, oder? Deswegen lasse ich es jetzt so und wir bekommen einfach dann halt gleich an mehr Geld irgendwie. Wir können ja gucken, ob wir halt so Gelegenheitsjobs machen und so halt an Geld kommen. Ich meine, manche sind ja auch ganz gut bezahlt und du musst ja dann teilweise nur dahin gehen. So, die Schelmfähigkeit haben wir, glaube ich, nicht. Deswegen lasse ich das. Ich würde halt jetzt dann so eins nehmen, wo sie dann losgeht und einfach bezahlt wird pro Stunde. Fitnessfähigkeit haben wir definitiv. 24 die Stunde geht, ne? Aber ist jetzt natürlich nicht geil. Und der Rest ist halt, ja, Videospielfähigkeit hat sie, glaube ich, auch nicht. Ja, und die beiden sind halt dieses, wo man losgehen muss. Und das ist halt natürlich nicht so gut als Vampir. Deswegen würde ich jetzt erstmal das hier nehmen und zumindest ein bisschen halt was dann ihr geben. Also das Gute ist, also gut und schlecht ist, dass sie jetzt frei hat. Weil einerseits hätte ich natürlich jetzt gesagt, ja, mit dem Job würde sie natürlich ganz gut Cash kriegen. Aber andererseits hat sie dann halt Zeit, sich halt um sowas zu kümmern. Und halt in irgendeiner Form anders an Geld zu kommen, ne? Wir werden schauen, wie das jetzt dann wird. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Du hast sie dir verdient. Danke, finde ich auch. Hierin haben wir halt nichts, was wir jetzt verkaufen können. Also ich meine, das sind halt unsere Sachen, die wir halt wollen. Was ist denn hier falsch gelaufen? Das sieht nicht so geil aus. Aber woher kommt das? Ich habe das noch nie gesehen. Es ist doch nicht von Strangerville, oder? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. So, und sie geht jetzt los. Das Schneefest interessiert mich nicht. Das sieht halt echt nicht so geil aus. Ich weiß nicht, woher es kommt. Aber wir werden es vielleicht noch herausfinden. Ich weiß es nicht. Wollen wir einen Kurs besuchen? Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd, glaube ich. Also ich wüsste aber jetzt nicht, was. Ich meine, Yoga ist halt was, was, glaube ich, zu ihr passen würde. Irgendwie. Weil sie ja eh schon sportlich ist. Deswegen würde ich, wenn, dann zu Yoga gehen. Wenn das halt klappt. Also manchmal klappt das und manchmal halt nicht. Wir müssen mal dann schauen, wie es ist. Großer Erfolg! Wow, sie sieht das einer an. Das ist geil. Muskelpaket, Drew. Die Schwerkraft hat keine Chance, wenn sie die Möbel hochhebt und sie ins Lager bringt, als wären es Hamster oder sonst was Kleines. Wie dem auch sei, die Kundin ist total begeistert von der schnellen und sorgfältigen Arbeitsweise von Sky und lässt einen hübschen Bonus springen. Ergebnis 96 und 9 Trinkgeld. Nice, dann sind wir doch schon an sich ganz gut dabei, denke ich.
Oh, ich hab was für dich. Süß. Yes. Komm ran, Girl. Unser Girl kommt einfach vorbei und denkt sich so, hey, what up in the club? Das finde ich halt süß. Und sie schenkt uns einfach direkt was. Also, I mean, wie kann denn da Nein sagen, ne? Was schenkt sie uns denn? Ist es vielleicht was, wo wir ganz gut Cash mitmachen können? Komm, komm. Irgendwas. Ein hydroponischer Pflanzkübel. Potenziell etwas, womit wir Geld machen können? Yes. Weil ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Weil ich finde halt, die normalen Pflanzkübel sehen halt schöner aus. Wenn wir einen Garten anbauen wollen würden, würde ich halt die normalen Pflanzkübel nehmen, weil ich die einfach schöner finde. Und deswegen verkaufe ich das. 1581. Jetzt müssten wir diese Station uns kaufen können. Dann hätten wir zumindest das schon mal abgehakt. Dann können wir nämlich nochmal drehen, dieses Folge lang. Und das finde ich cool, weil ich liebe es zu drehen. Das ist zu eng, oder? Ich glaube, da kommen die nicht mehr durch. Oh mein Gott, dieses Haus ist einfach zu klein. Da muss ich das halt so machen. Es sieht jetzt nicht geil aus, aber ja. Wir müssen das eh noch vergrößern, auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, wie wir das hier sonst alles regeln sollen. Weil das hier, dieser Tisch muss auf jeden Fall noch rein. Okay, dann müssen wir noch eine Küche irgendwie hier reinkriegen. Ach, I don't know. Und ich glaube, da muss ein Stuhl dran, oder? So, dann können wir sie ja nochmal abschlabbern oder so. Ich weiß nicht. Ich kann sie auf jeden Fall noch nicht einladen, in unseren Haushalt beizutreten, weil das geht auf gar keinen Fall. Also, die wird hier nicht überleben, sag ich mal. Das wäre halt nicht so geil so, ne? Du wirst dich sicher über deine neue Vampirenergie wundern. Sie nährt deine Kräfte, sodass du verschiedene magische Dinge tun kannst. Aber keine Sorge, wenn sie dir ausgeht, kannst du schlafen und dunkle Meditation praktizieren, um sie wieder aufzuladen. Sie verbrennt jedoch in der Sonne. Wenn du dich ohne Vampirenergie im Sonnenlicht aufhältst, zerbrennst du. Das sei während des Tages immer vorsichtig. Ja. Ich erinnere ja nur an unsere allererste Folge zurück, was uns da ergangen ist. Deswegen ohne Vampirenergie des Tages nicht melden. Wir können, das Gute ist, wenn wir Videos hochladen, haben wir dann regelmäßig dann ein bisschen Einkommen. Das ist auch gut. Wir nehmen ein fröhliches Vlog auf. Da sehe ich sie jetzt auf jeden Fall, weil grundsätzlich ist sie ja gerade sehr happy mit ihrem Leben. Ich freue mich auch schon, wenn wir mehr Fenster und so haben, weil das ist irgendwie ein bisschen lame. Not gonna lie. Wie soll er das jetzt schneller machen? Oh, das dauert immer voll lange irgendwie. Oh mein Gott, sie macht erstmal ein 60er-Mächel bei uns. Alles klar, Girl. Und dann geht sie einfach. Okay, Sis. Oh, jetzt ist es ein kokettes Vlog-Video. Bild. Wie nennen wir das denn? Was könnte man denn in einem kokettes Video sagen? Vampir datet eine Hammerfrau. Aber ich glaube, dann schreibt man das klein, oder? Ich schreibe es lieber klein. Oh, klein. Und Videobeschreibung. Wer der Vampir ist, müsst ihr selber entscheiden. So. Let's go. Oh mein Gott, jetzt will sie auch Techtelmechteln. Mit sich selber. Ah! Hashtag so kokett. Same sis. Oh, sie freut sich, weil sie selbst Techtelmechtel hatte. Man kennt. So, jetzt macht sie das schön. Dann kann sie das auch hochladen. Dann haben wir wenigstens das hier geschafft. Das ging tatsächlich besser als gedacht. Also ich meine, wir haben jetzt noch weniger Geld als am Anfang des Parts. Und wir hatten da schon nur 16 Simoleons. Aber egal. Wir kriegen das schon noch hin, dass wir irgendwann genug Geld haben, dass unser Girl hier einzieht. Wir können uns ja vielleicht, je nachdem, was dann halt unser nächster Dreh ist, also was wir als nächstes drehen, welche Ziffer, also es kommt natürlich dann darauf an, was wir dann machen müssen, können wir eventuell sonst unser Girl irgendwohin mit einladen und vielleicht mit ihr, dass wir vielleicht einen Heiratsantrag machen, dass wir zumindest insofern schon weiterkommen, weil, ja, vielleicht wäre es sinnvoll, weil wie gesagt, ich kann ja mal kurz gucken. Ich weiß nämlich gerade nicht auswendig, wie weit sie schon ist. Sie ist nämlich von Tag 7 von 14 erwachsen, ne? Und ich meine, wie gesagt, es muss jetzt schnell gehen, weil as said with a said, wir sind auf kurzer Lebensdauer und ja, es muss halt schnell gehen, ne?
So, Medienproduktionsfähigkeit erworben. Wir können ja diese Videosachen können wir ja auch generell machen, weil ich meine, nachts schläft sie ja eh nicht. Und es ist halt eine regelmäßige Einnahmequelle, ne? Und das ist halt, glaube ich, schon sinnvoll. Habe ich Ruhm und so angestellt? Nee. Kann ich das? So, wir machen mal hier ins Rampenlicht treten, weil ich finde, wenn, dann sollte sie auch Ruhm bekommen können. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwann einen Punkt erreichen werden, also ein Newcomer oder so. Aber ja, wie gesagt, vielleicht wäre es einfach mal sinnvoll. So, es wurde bearbeitet. Ah, oh nein, jetzt wird sie wieder besessen, ey. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, hätten können wir das jetzt direkt hochladen. Aber nein, jetzt müssen wir erstmal noch 3 Stunden warten. Vorhin passiert das immer mitten in der Nacht, was soll das? Aber der Reden wie ein Pirat-Tag war natürlich erfolgreich. Und diese 100 Bestrebenspunkte da, die nehme ich natürlich gerne. So, she's back. Dann kann sie jetzt nämlich das Video hochladen. Das Gute ist, die ergrenzten Bedürfnisse werden halt immer hochgemacht, wenn sie besessen wird. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, dann lade mal hoch. Dann können wir vielleicht heute schon die ersten Tantiemen bekommen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und dann können wir auch Updates posten, hier auf Kommentare antworten oder so. 150 Follower durchs Beantworten von Kommentaren, ey. Boah, wenn das mal so schnell gehen würde, ne? So, dann würde ich direkt aber. Gelegenheitsjobs? Achso, man kann erst ab 8 Uhr wieder gucken. Und das wusste ich gar nicht, weil sonst hätte ich direkt einen angenommen. Einen neuen. Weil, wie gesagt, es ist Sonntag, wir müssen nicht arbeiten. Sie kann. Jobben gehen geht, glaube ich, schon nicht mehr, oder? Oder. Ach komm. Wir versuchen es einfach und sonst schicke ich sie einfach ganz schnell nach Hause. Ich sehe ja, wenn die Leiste runtergeht. Weil sie hat halt als Ziel hier, joggen zu gehen und dann kriegt sie ja schneller das hier voll. Und das wäre sinnvoll, wenn wir schnell halt an. Also schnell befördert werden. Oh, das geht runter, das geht runter. Dann jogg bitte zurück. Aber, I mean, ich finde ihr Outfit ist so, so cool, ne? Ihr Schlaf. Also Schlafoutfit. Das ist ihre kalte Kleidung. Aber okay. Ich hoffe, sie erreicht das jetzt noch rechtzeitig, aber eigentlich müsste das passen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schläft sie erstmal. Damit sie das halt wieder auffüllt, weil ich habe keinen Bock, dass sie mir hier wegstirbt. Deswegen. Und danach kann sie dann Gelegenheitsjob finden. Wollen wir uns zusammen einen Film ansehen? Ja, wir können uns vielleicht später treffen, wie gesagt. Der Flohmarkt ist, das ist auch gar nicht mal schlecht. Okay, aber ich habe kein Geld. Aber also in sich hätte ich jetzt gesagt, okay, let's go, aber ich habe kein Geld. So, wir drehen jetzt erstmal. Wir drehen die 23. Was ist die 23? Lerne eine neue Fähigkeit. Das kriege ich hin. Wenn wir eine neue Fähigkeit lernen, dann können wir auf jeden Fall auch. Sie möchte die ganze Zeit hier vorbeikommen und so, boah. Aber dann können wir auf jeden Fall uns heute noch mit ihr treffen und irgendwie uns darum kümmern, dass sie vielleicht sich heiraten können? Heiraten können, verloben können, weil die sagen, ah! Dann lasse ich's. Dann, was könnte sie denn für eine neue Fähigkeit lernen, ist halt die Frage. Was haben wir noch nicht, ist die Frage, ne? Bei Lernen einer neuen Fähigkeit muss man mindestens ein Level erreichen, würde ich sagen. Was ist denn sinnvoll? Weil sonst könnte man ja vielleicht einfach ein Buch kaufen und es dann so hoch machen. Es wäre natürlich sinnvoll, irgendwas zu haben. Nein, nicht emotional. Fähigkeit. Irgendwas, was uns halt auch mehr bringt. Actually ist Geschicklichkeit ziemlich sinnvoll, oder? Weil Geschicklichkeit haben wir noch nicht. Und Geschicklichkeit brauchen wir spätestens, wenn dann eine Person regelmäßig dann das Bad benutzt. Deswegen nehmen wir jetzt das. Und dann lesen wir dieses Buch. Ein Buch haben wir einfach zweimal. Aber es gibt leider nur ein Simoleon. Schade. Oh, sie hat schon Level 2 erreicht. Mini-Häuser, einfach so heftig, ne? Ohne Witz. Aber ja, dann haben wir das auch geschafft. Lol. Dann kann ich auf jeden Fall mein Girl heute treffen. Beziehungsweise Sky kann ihr Girl treffen. Und ja, ich weiß halt noch nicht, was wir dann machen sollen. Also es wäre sinnvoll, wenn wir uns dann abends treffen. Ich würde sie dann, glaube ich, hier nochmal so ein Video aufnehmen lassen oder so. Weil abends kann sie sich halt überall bewegen, wo es halt geht, ne? Also so überall. Und das wäre, glaube ich, schon sinnvoll, wenn die halt dann einfach so einen schönen Abend zusammen hätten. Weil ich meine so, die Verlobung, auch wenn die jetzt natürlich schnell gehen muss und so. Soll es natürlich trotzdem schön sein. Und ja, das möchte ich meinen Sims natürlich gönnen. Deswegen sollen die halt einfach vorher schon ein schönes Date haben. Oh, sie hat Level 3 als Charisma-Fähigkeit erreicht. Cool.
Ich wusste nicht, dass die dann dadurch steigt, aber es ist eigentlich sinnvoll. Sie macht gerade übrigens ein Beauty-Tipps-Video. Wie nennt man das? Schreibt mir auf jeden Fall irgendwie Video-Dateinamen in die Kommentare, weil das ist lustig. Und ich meine, wenn wir jetzt unser Brot damit verdienen, ne? Dann ist es schon funny, wenn da oben irgendwas dann Lustiges steht. Beauty-Tipps-Video. Wie man nicht nach Vampir aussieht. Ich bin natürlich auch keiner. Wieso hat sie denn jetzt da zwei? Hä? Wollen wir es heute verabreden? Ja, also die können sich ja schon mal sehen. Die können ja... bowlen gehen. I don't know. Aber sie kann erstmal... Ah, nee. Kann sie noch nicht. Weil ich glaube, das reicht nicht aus von der Zeit. Aber danach kann sie dann das dann bearbeiten und hochladen. Zusammenfügen kann ich die noch nicht, ne? Okay, das hat schon wieder nicht funktioniert. Alles klar. Dann bearbeite mal das Video. Was macht sie denn hier? Geh weg. So. Dann mittelmäßig. Bin ich okay damit. Dann laden wir das Video einfach direkt hoch. Übergänge kann sie ja nächstes Mal hinzufügen oder so. Ihr könnt mir auch gerne Grundstücke und so bauen, die ich hier in der Welt platzieren kann. Weil wir werden... Natürlich haben wir jetzt halt gesagt, dass wir jetzt vielleicht nur einmal die Woche oder so verreisen, beziehungsweise so wenig wie möglich, sondern eher in der Stadt bleiben. Deswegen wäre es natürlich jetzt erstmal sinnvoll für Stranger-Sachen, aber ihr könnt auch für andere Städte bauen. Und ja, könnt ihr natürlich wie immer gerne unter MuliSims machen. In der Galerie, unter dem Hashtag MuliSims. Ich sehe alles. Es sind ja noch nicht so viele Sachen. Und das ist halt gut, weil ich kann halt wirklich alles berücksichtigen. Und ja. Ja, das sieht definitiv nach dem EA-Dings aus. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine neue Bar platzieren. Oh, geil. Yes. Ja, ich habe kein Journey to Batu. Das stimmt. Spiel, hast du gemerkt? Es wurden halt dann Sachen entfernt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so ausschlaggebende Sachen waren. Sieht auf jeden Fall immer noch funktional aus und so. Demnach. Ja. Scheint auch erstmal nicht zu fehlen oder so. Deswegen nehme ich das jetzt so. Wieso ist der Ort unvollständig? Ein Waschbecken. Das wurde von Johnny to Batu benutzt. Warum? Wer hat sich das denn ausgedacht? So, ich bin jetzt hier mit meinem Girl. Oh mein Gott, wie da direkt steht, Heiratsantrag machen. Süß. Aber nein, wir möchten natürlich erstmal die ewige Liebe erklären. Du machst gute Fortschritte. In jeder Nacht, in der du die Erfahrung des Vampirs sammelst, erhöht sich dein Rang und es werden weitere Kräfte freigeschaltet. Das Studium der Vampirsage und das Training mit einem mächtigen Vampir sind ebenfalls gut geeignet, um Erfahrungen zu sammeln. Erhöhe deinen Rang, indem du gegen andere Vampire kämpfst oder ausgiebig von normalen Sims trinkst, was allerdings nicht mein Stil ist. Ah, oh, jetzt knuddeln die noch und so. Richtig süß. So, sitzen und mit Verabredung sprechen. Dann suchen wir uns doch einen süßen gemeinsamen Platz hier drüben vielleicht. So, dann könnt ihr noch ein bisschen Spaß haben hier im Leben. Man kennt Level 3 der Community-Fähigkeit. Queen. So, und jetzt lasse ich die einfach mal ein bisschen romantisch miteinander sein. Damit das so schon hierauf hingeht. So, dann flirten die. So, vor allen anderen Leuten und so. Läuft. Dann hauch einen Kuss. Die beiden sind cute zusammen, auf jeden Fall. Da kann sie ja nochmal nach Beziehungen fragen, was sie so von uns jetzt genau hält und so. Das ist ja wichtig. Dann machen wir ein Kompliment über ihr Aussehen. Genau, sonst noch mehr Leute mitkriegen, oder? So, mal gucken, was sie dann sagt. Ich freue mich, jemanden so Schönes für dich zu haben, Sky. Oh mein Gott. Dann können wir sie einfach mal küssen. Wie man das halt so macht, ne? Im Leben. Oh. Ich lieb's. Ich mach schon mal Headline-Effects aus. Denn ich möchte natürlich, dass die süßen Mäuse dann schöne Fotos haben. Easy sieht soweit. Oh mein Gott, ich hoffe, das wird was, ne? Oh, es kommt ein Herz. Ich glaube, das ist dann ein gutes Zeichen. So, ich laufe es jetzt einfach laufen und sie freut sich. Oh mein Gott. Ja. Oh, süß. Oh, ich liebe das so, ne? Oh. Yes. Ja. Oh mein Gott, die süßen Mäuse. Oh. Schwer verliebt. I love you. Oh nein.
Sie wird schon wieder besessen. Oh mein Gott. Solange Carla damit klarkommt, ist das in Ordnung, denke ich. Über Pflanzen reden, von Menschenhobbys schwer. Die große Mutter preist über normale menschliche Dinge schwer. Wir haben menschliche Dinge reden. Dann reden wir über menschliche Dinge. Sky hat sich so mit Carla verlobt. Das ist auf jeden Fall gut. Damit sind wir den ganzen schon ein Stück näher gekommen. Und sie ist sehr verwirrt, glaube ich, darüber. Ich glaube, sie versteht gar nichts mehr. Sie so, wir haben uns doch gerade verlobt. Was ist mit dir? Da es jetzt schon 2 Uhr nachts ist, sollte ich vielleicht dieses Date einfach beenden. Es ist halt gut gelaufen. Wir haben noch eine Belohnung bekommen. Die können wir eventuell verkaufen. Oder wir behalten sie. Es kommt drauf an. Ich weiß gerade nicht genau, was es war. Wenn man eine Verabredung auf Gold geschafft hat. Weil ich meine, das Geld würde ich jetzt, glaube ich, sogar fast eher nehmen, als jetzt irgendwie Deko oder so. Weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt das Geld, wirklich. Ich möchte wirklich dringend mit ihr zusammenziehen. Weil, ja. Und ich meine, selbst wenn wir jetzt es nicht schaffen, rechtzeitig mit ihr zusammenzuziehen, müssten wir auf jeden Fall ein Kind zeugen, bevor sie noch ein Senior wird. Und das Ding ist, naja, für ein Kind brauchen wir auch Geld. So, wir gehen jetzt gucken. Was war das nochmal? War das nicht einfach nur so ein Blumenstrauß oder so? Ah, dieser Eimer. Den brauche ich nicht. 645? Wow.400 für ein Herd, das geht eigentlich fit. Ja, dann fehlt jetzt halt nur noch ein Herd. Aber ich denke, dann könnten wir sie einziehen lassen. Zumindest ist dann erstmal alles da, was wir brauchen. Dann können wir ja auch immer noch weiter sehen, ob noch irgendwas fehlt oder nicht oder keine Ahnung. Ne, wir kriegen das schon irgendwie hin. Weil, ja, es wird schon irgendwie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, euch freut, dass wir jetzt verlobt sind mit Carla. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.